Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video in der zweiten Review-Woche. Und ich habe mir gedacht, wir fangen mal mit dem Thema Kopfhaut an. Denn ich habe diesmal auch ein Shampoo und was für die Kopfhaut dabei. Und da können wir ein bisschen diskutieren über das Thema, auch in den Kommentaren, also welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ich möchte euch darauf hinweisen, wenn ihr jetzt nicht live die Review-Woche anguckt, sondern irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt. Es gibt eine Playlist, die findest du unter dem i. Da gibt es auch noch eine zweite Playlist. Denn wie ich schon gesagt habe, in dem Jahr habe ich schon einmal eine Review-Woche gemacht, die echt gut gelaufen ist. Und vielleicht hast du ja Bock, da mal reinzuschauen. Und ich weiß, dass ich mit der anderen Review-Woche eben sehr viele Zuschauer erreicht habe, die nicht meine Abonnenten sind. Also falls du die andere Review-Woche nicht kennst, zweite Playlist, kannst du mal reingucken, was ich da so vorgestellt habe. Und wir legen jetzt los, aber mit dem Thema Kopfhaut und dem Kopfhautserum. Lass uns über das Produkt selber sprechen. Ich habe lange überlegen müssen, ob ich das kaufe, weil hier hat es halt zwei Inhaltsstoffe drin, die bei meinem Problem, und dieses Problem ist von vielen das Problem, wenn sie halt eben schnell fettende Kopfhaut haben, nicht, also kontraproduktiv ist. Und das ist einmal der Benzylalkohol und einmal der denaturierte Alkohol. Hier wird gleichzeitig auch damit geworben, dass es eben parfümfrei ist. Aber ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, ich glaube, da habe ich komplett nur über Duftstoffe gesprochen. Das ist kein geschützter Begriff. Das heißt, dass Duftstoffe eben auch andere Funktionen erfüllen in Produkten, das ist ja okay, aber Benzylalkohol ist halt eben auch deklarationspflichtig. Das bedeutet, da gibt es die meisten Reaktionen. Und bei einem Produkt, was du dir direkt auf die Kopfhaut aufträgst, da war ich halt schon so, oh, aber sonst sind die Inhaltsstoffe halt nicht schlecht, ne? Also ich blende die euch mal ein. Die zwei Inhaltsstoffe passen mir halt nicht so. Aber ich habe mir dann gedacht, komm, Salthaus ist eine gute Marke, die wissen, was sie machen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und ich komme wirklich gut damit zurecht. Also ich habe dank dem Produkt, aber auch dem Isana Age Performance Serum, was ich eben auf der Kopfhaut auch auftrage, könnt ihr auf jeden Fall machen. Nehmt eure Gesichtspflege her und schaut mal auf die Inhaltsstoffe. Wenn keine Duftstoffe drin sind, wenn es nicht ölig ist, wenn es auf Feuchtigkeit konzipiert ist, ab auf die Kopfhaut. Probiert das mal aus, direkt nach dem Waschen. Kann es echt empfehlen. Und es wird ein Aha-Erlebnis. Denn bei mir, bei meiner Kopfhaut war das so, ich habe vor 3 Jahren, bisschen länger, habe ich die Pille abgesetzt. Und das war eine schwierige Zeit, weil meine Haut dann halt wirklich rumgesponnen ist. Also ich habe sehr schnell fettige Haare bekommen. Und halt war auch sehr anfällig auf so Pilzinfektionen, besonders auf der Kopfhaut. Und wenn du halt schnell fettende Haare hast, diese Pilze lieben das. Das ist halt echt scheiße. Also musst du das so ein bisschen in den Griff bekommen. Das ist so ein Teufelskreislauf. Und für mich war immer klar, so No-Poo-Methoden, die haben bei mir, die haben sich bei mir nie durchgesetzt. Zum einen, weil ich nie eine richtig saubere oder befreite Kopfhaut danach hatte. Und das für mich halt einfach auch nicht so funktioniert hat. Das hat sich auch nicht so in den Alltag eingefügt. Also ich habe ganz lange mit Natron gewaschen, das hat ganz gut funktioniert, hatte aber irgendwann trotzdem Kopfhautprobleme. Und das habe ich halt nur mit normalem Shampoo wieder in den Griff bekommen. Ich gehe jetzt her und verwende duftstofffreies Shampoo. Da gibt es ja von Balea was, aber auch von Isana was. Das könnt ihr euch mal näher angucken. Und dann dazu halt wirklich ein Produkt, was Feuchtigkeit auf die Kopfhaut schleust. Das ist wirklich in dem Fall echt wichtig. Denn meine Kopfhaut würde nicht so schnell nachfetten, wenn eben der Feuchtigkeitshaushalt gegeben wäre. Und hier hat es halt eben Inhaltsstoffe drin, die das halt eben liefern. Also weniger das, dass mir die ganze Zeit die Kopfhaut juckt. Ich habe schon ab und zu mal so Stellen, wo es wirklich juckt. Und das habe ich gezielt dann auch immer wieder mal aufgetragen, um zu gucken, funktioniert das denn? Und es funktioniert wirklich gut. Also gerade die Haircare könnte sich da wirklich eine Scheibe abschneiden und mal wirklich Wirkstoffe in Produkte geben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Drogerie ist das nicht so gefragt bei uns. Wenn man sich da mal in Amerika umguckt, da gibt es halt richtig gute Sachen. Die hat es hier einfach noch nicht. Vielleicht schwappt der Trend so ein bisschen rüber, aber ich vermisse es noch.
Aber ihr könnt halt echt auch Produkte, die ihr aufs Gesicht auftragt, könnt ihr eben auch auf der Kopfhaut auftragen. Gerade Glycerin beispielsweise ist halt richtig gut. Wenn du halt eh mit Feuchtigkeit Probleme hast, drauf auf die Kopfhaut, wenn du es verträgst, das ist echt super. Ich würde das Produkt nicht mehr nachkaufen, weil zum einen ich eben mit beispielsweise dem Isana echt gut zurechtkomme und das auch währenddessen, wenn die Haare trocken sind, auch mal auftreibe. Das ist echt kein Problem. Es ist alles kein Problem, was kein Öl hat bei mir, muss man an der Stelle auch sagen. Und das hier ist halt auch so eine ganz wässrige Lösung. Ich würde es mir eventuell nochmal nachkaufen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese zwei Inhaltsstoffe, die lösen bei mir halt doch so gemischte Gefühle aus. Ich reagiere zwar nicht drauf, aber es muss halt trotzdem nicht unbedingt sein. So zum Ausprobieren war das jetzt mal eine richtig schöne Erfahrung und ich möchte auch an euch so das mitgeben, probiert das mal mit dem Produkt aus, wenn ihr zum einen irgendwie so ein bisschen juckige Kopfhaut habt, zum anderen, der ein oder andere von euch wäscht ja doch jeden Tag die Haare, probiert mal sowas aus, dass ihr halt wirklich gezielt Feuchtigkeit auf die Kopfhaut bringt. Und guckt mal, was eure Haare und eure Kopfhaut so sagen danach. Denn ihr werdet sehr schnell feststellen, so war es bei mir auch, die fetten nicht mehr so schnell nach. Das ist so ein richtiger Aha-Effekt und die Kopfhaut juckt halt nicht mehr so heftig. Der Langzeiteffekt von dem hier ist meines Erachtens nicht so gegeben. Ne? Also man kann es immer wieder auftragen, aber man kann jetzt nicht sagen, so bis zur nächsten Haarwäsche hält es, weil offensichtlich ist meine Kopfhaut halt doch in der Hinsicht feuchtigkeitsarm geblieben und ich muss da einfach regelmäßig Pflege halt draufpacken. Es wäre halt doch schön, wenn die Drogerie da doch irgendwie was rausbringen würde, denn für mich sind beispielsweise so die gängigen Pflegeprodukte für Haare, die es in der Drogerie gibt, die sind zum Teil halt wirklich ungeeignet, weil die halt einfach alle auf irgendwelche Öle basieren und das kann ich halt nicht auftragen. Und schon gar nicht auf die Kopfhaut, wenn du eine schnell fettende Kopfhaut hast. Und das finde ich halt irgendwie immer noch komisch, dass die Hersteller bei uns einfach noch nicht entdeckt haben, was sie eigentlich verkaufen könnten, wenn sie es auf den Markt bringen würden. Ganz ehrlich. Kennt ihr das Produkt? Habt ihr das schon irgendwo rumstehen sehen? Rossmann hat es, glaube ich. Ganz gängig. Ja, bei Rossmann habe ich es bestellt. DM hat es. Bei Müller weiß ich nicht. Aber da findet man die Marke Saltar schon auch. Also hast du es schon irgendwo rumstehen sehen und hast dir selber überlegt, das probiere ich jetzt mal aus. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Auch wenn du andere Erfahrungen gemacht hast mit dem Produkt, schreib mir das gerne auch mal unten in die Kommentare. Denn so kann mein Zuschauer einfach abwägen, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht. Denn wir haben alle unterschiedliche Haut und da können schon Nuancen was anderes bewirken. Ich erlebe das einfach immer wieder. Also ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Und einfach seine Erfahrungen unten in die Kommentare packen. Morgen geht's bei uns weiter. Ihr findet die Playlist unter dem i. Da guckt ihr auf jeden Fall rein. Und ich freue mich auf euch morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.